Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. Und wir waren hier auf dem Planeten Kortok gelandet. Ich Wir bin wollten hier Grummel, nochmal in ihr den Grummel, nicht Verkäufer nochmal schnell mal reingucken, was wir hier Neues haben. Ich hatte eben noch eine kleine Testaufnahme gemacht, deswegen habe ich etwas Ich mehr hoffe nicht, dass Raritanium, du aber auf es macht uns. nichts. Ich bin eigentlich praktisch nicht vorangegangen. So. Wir könnten die Plasmabestie noch ein bisschen aufrüsten. Oder auch nicht. Größerer Schaden ist immer gut. Aufrüsten. Größerer Schaden Alles machen wir mal. erledigt. Und ich würde mal sagen, viel mehr haben wir jetzt nicht. Wir können mal gucken. Wir haben auch keine neuen Waffen. Wie gesagt, den Jägerwerfer, den wollten wir uns demnächst mal zulegen, aber nicht jetzt. So, dann wollen wir jetzt einmal schauen. Ich nehme mal den Brenner rüstig mal aus. Fällt gerade auf, ich habe hier schon ein paar Gegner platt gemacht. Das soll euch aber eigentlich nicht stören. Hier war noch nicht viel zu sehen. So, hier gibt es wieder eine Multiplikatorkiste. Aber wie ich das sehe, ja, da hinten sind Kisten. Dann müssen wir jetzt Gas geben, dass wir da hinkommen rechtzeitig. Schnell, schnell, schnell. Ja, okay, da sind jetzt auch Gegner. Dann vergiss meinen Plan. Ist mein Plan wieder nichts wert. Hier unten sind noch ein paar Kisten. Hier ist noch ein Gerätehändler. Genau. Erstmal hier ein bisschen Bolt sammeln. Nämlich auch gleich schon wieder vorbei hier mit meinem Multiplikator. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Da wollen wir gleich erst durch. Ich gucke mal, ob ich ein paar Geräte nachkaufen muss. Nein, muss ich nicht. Alles gut. Dann können wir weiter. Da ist so ein Dicker, dafür brauche ich. Wir können ja mal die Plasmabestie mal ausprobieren. Aber ich glaube, der ist zu weit weg. So, zwei Stück erstmal hin. Aber wie vermutet, reichen die noch nicht aus. Jetzt aber. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir noch ein bisschen Raritanium bekommen. Und hier bekommen wir etwas. Schauen wir mal. Der Schockzerstörer neutralisiert mit elektrischer Spannung den Schild des Gegners. Führe einen Peitschenangriff durch, indem du die Feuertaste drückst. Ah, ein, was war es? Schockzerstörer? Wollen wir mal gucken. Oh ja, so eine Elektropeitsche ist das. Wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Genau, hier waren wir gerade. Aber vielleicht ein paar Munition. Nö, nix Munition. Dann gehe ich jetzt, denke ich mal, weiter. Ich gucke mal kurz mal auf die Map. Genau, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Gut. Oha. Die Brücke sieht ja aus wie so ein Schweizer Käse hier. Oh, Gegners. Dann nehme ich mal lieber meine Schmelzgranaten. Na, noch ein. Das ist relativ starker Gegner. Aber er bringt auch eine Menge Raritanium. Hier sieht man schon, wie das eine Menge Kisten und Bowls zu sammeln. Dann nehmen wir gerne alles mit. Die ganze Munition, die hier war, auf uns wartet. Und hier gibt es noch so einen kleinen Geheimgang. Hier ist nämlich noch eine Schatztruhe mit Raritanium noch. Und schon haben wir auch schon wieder 582 Raritanium. So. Müssen wir hier hoch. Ich sollte vielleicht schon meine Waffe ausrüsten, denn die Waffe bringt nichts. Wir lassen sie einfach mal tanzen. So, jetzt haben wir nämlich genug Zeit, um sie abzuschießen. Aber nicht damit, sondern mit der Schmelzgranate würde ich das machen. Genau. Die kleinen Viecher mache ich noch schnell mal platt hier. So, dann können wir nämlich auch fix weiter. So, für die muss ich jetzt mal gucken, was ich dafür nehme. Dafür werde ich den Brenner nehmen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich so dicht dran muss bei denen. Das finde ich nicht so schön, aber geht halt nicht anders. Uah. Und unser Brenner ist jetzt auf Level 3.
Wir sind jetzt. Oh, die Kamera spinnt gerade so ein bisschen rum. So. Wie gesagt, unser Brenner ist jetzt auf Level 3 schon. Das ist nicht schlecht. Es geht aber auch noch besser. So. Wollen wir ja erstmal die Bolts einsammeln. Wir wollen ja unseren Jägerwerfer haben. Mal gucken, ich glaube, wir müssen uns hier erstmal jetzt den Weg frei machen, sozusagen. Gucken, genau. Ich schwinge mich jetzt einfach mal runter. So. Muss ich. Ich will hier unten erstmal gucken, ob ich hier noch was übersehe. Nein. Können wir hier nämlich wieder hoch. Zack. Einmal umdrehen und dann können wir hier weiter. Zack. Und hier einmal rüber. So. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier irgendwo ranhängen. Warten mal auf ein Taxi. Da. Nein, der Zug hat mich entführt. Das stimmt so nicht. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier müssen wir hin. Super. Danke fürs Mitnehmen. So. Oh, da ist eine Kiste in den Abgrund gestürzt. So, wir gucken nochmal schnell bei unseren Waffen rein. Kaufen mal schnell. Ah, knapp 4000, 3000 Bolts fehlen uns noch. Aber ich wollte nochmal hier Waffen aufrüsten. Den Schockzerstörer, ne? Den rüste ich später auf. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal den Brenner weiter. Da habe ich ja noch nicht allzu viel. Einmal größere Reichweite, nochmal größere Reichweite. Mehr Raritanium mache ich hier nochmal. Nochmal größerer Schaden. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Schneller schießen. Und dann nehme ich hier nochmal die Schmelzgranate. Oh Gott, das wird hier schon wieder sehr teuer. Ja, dann mache ich hier mal größerer Schaden. So, und ich denke mal, dann haben wir auch bald nichts mehr. Ein Raritanium. Wollen wir mal schauen, ob das was gebracht hat. Na? Genau. Sehr schön. So, dich da oben habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. So. Weg ist er. Jetzt müssen wir uns hier entlang hangeln. Muss ich mal schauen. Zack. Und zack. Und zack. Und jetzt nehme ich, ja, ich nehme einfach den Brenner weiterhin. Weil das ist immer noch die beste Waffe. Nachher später ist sie nicht mehr so stark, aber im Moment kann man die noch gut gebrauchen. So. Noch ein paar Bolts wieder. Jetzt müssen wir hier lang. Wir können ja mal auf die Karte gucken, wo ich jetzt bin. Da war der Waffenhändler. Und der Verkäufer. Und jetzt sind wir hier auf der rechten Seite, sozusagen. Und müssen hier durchkommen. So, jetzt würde ich eigentlich gerne mal endlich mal meine Plasma-Bestie mal richtig einsetzen. Ja, ich glaube, das funktioniert auch sogar ganz gut. Ja, doch, das hat sehr gut funktioniert. Ich bin echt erstaunt. So. Aber die sind halt noch nicht sehr stark. Ich nehme mal hier einen Schockzerstörer. Der scheint auf jeden Fall schon mal jetzt schon ein bisschen stärker zu sein. So, war hier nicht noch was? Ja, klar war da noch was. Da unten war noch was. Ich segel mal in den Abgrund. Dann machen wir das Ganze nochmal. Gut, machen wir es nochmal. Macht nix. So, jetzt haben wir aber fast das Geld zusammen. Für unseren Jägerwerfer. Jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt nehme.
Ah, den nehme ich. So, dann schwingen wir uns hier schnell mal rüber. Dann trödeln wir jetzt mal nicht so rum hier. So. So, aua. Mach ich dich schnell mal weg und dich auch. So. Zack, zack, zack. Dann geht das hier hoch. So, hier waren wir eben auch schon. Das möchte ich gleich eigentlich nicht nochmal machen müssen. Weil das muss dann doch nicht sein. So, ich wollte jetzt eigentlich auf die andere Plattform rüber. Das sah eben nämlich so aus, als wenn ich da schon wäre. Ich muss mal gucken, ob ich die Kamera drehen kann. Ja, bisschen kann ich die Kamera drehen. Okay, jetzt bin ich richtig. Gibt es nämlich noch Raritanium und diverse Bolts. Sehr schön. So. Dann kann ich mich hier nämlich... Kann ich mich hier schwingen? Weiß ich gar nicht. Ich kann hier auf jeden Fall... Ach, hier hätte ich auch runterlaufen können. Hätte ich auch viel einfacher haben können. Ja, okay. Vergiss es. Okay, mach nix. So, jetzt müssen wir hier den Walljump nochmal wieder machen hier. Zack, zack, zack. So, jetzt bin ich oben. Jetzt geht das einmal hier rüber. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht genau das nicht mache. Jetzt mache ich das einmal mit der Schmelzgranate. So, wieder ein paar Bolts. Da oben sehen wir schon, da ist noch was drauf. Bücken wir uns mal. Dann kommen wir da auch hoch. Ne, ich habe gedacht, das wäre was. Aber es war gar nichts. Aber, nein, genau. Aber hier war noch was. Inklusive, die Kamera hat im Moment echt irgendwie Abspackungen. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, wir brauchen jetzt unser Gel wieder. Wir müssen unseren Gelanator wieder füllen, damit wir da hochkommen. Zack, zack, zack. Mann, spring doch da drauf. So, jetzt müssen wir wieder darüber. Zack. Und zack. So, jetzt müssen wir die Brücke da wieder herstellen. Das heißt, wir müssen diese Knöpfe alle aktivieren. In einer bestimmten Zeit. Aber ich denke mal, das hat gut funktioniert. Und dann können wir jetzt weiter. So, jetzt will ich mal... Ich glaube, mit den Gel kann ich... Nix werden gegen die Gegner. Ich glaube, da sollte ich vielleicht was anderes nehmen. So, nehme ich mal hier meinen Schockzerstörer. Mal gucken, wie gut er ist. Oha. Ich glaube, diese fliegenden Gegner, ich glaube, die kann ich vergessen damit. Ich muss mal überlegen, was ich da jetzt am besten nehme. Ich nehme einfach mal den hier. Nein, nicht runterfallen. Zack. 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 Alle weg? Nein, nicht alle weg. Jetzt sind alle weg. Mach ich die kleinen Viecher noch schneller weg. Wo kommst du denn auf einmal her? So, jetzt aber. Jetzt sind sie alle weg. So, schön Bolt sammeln. Beim nächsten Mal, wenn wir beim Verkäufer sind, können wir uns dann auch endlich den Jägerwerfer kaufen. Bin ich schon sehr gespannt. Dann wird das endlich mal ein bisschen einfacher werden hier. Ein bisschen komfortabler, sag ich mal. Okay. Noch die letzten Bolts. Und dann schwingen wir uns mal hier rüber. So. So. Ups. Nein, so wollte ich nicht. So wollte ich. Genau. So, haben wir hier die Bolts. Schwingen wir uns da mal flugs rüber. Ratchet, diese Wesen sagen, dass wir in das Gebäude gehen sollen. Wesen? Was für Wesen? Sind die beim Absturz die Kabel durchgebrannt?
Hast du dich heimlich selbst modifiziert, Clank? Nein, habe ich nicht. Und ich verbitte mir diesen Ton. So, jetzt müssen wir mit den Roboflügeln irgendwo hin. Wir werden mal gucken auf die Karte. Ja. Wir fliegen einfach mal. Ich denke mal, hier unten müssen wir hin. Ich starte einfach erstmal. Steuern tue ich, wie das hier steht, mit der Six-Axis-Funktion des Controllers. Ja, und dann geht das wohl mal los, würde ich sagen. Wir müssen durch die Ringe fliegen. Und ja, dann versuche ich mal mein Glück. So. Ah, Hilfe. Oh. So, genau, zur Halle des Wissens sollen wir. So, wunderschön. Oh, ich glaube, hier sind noch, genau, ein bisschen Munition und alles. Ein bisschen Kraft wieder. Sind wir jetzt erstmal wieder voll. Hier gibt es noch einen Verkäufer. Dann werde ich jetzt einmal ordentlich shoppen gehen. Einmal Munition kaufen. Und dann werden wir uns den Jägerwerfer jetzt kaufen. Jupp, machen wir schnell. Und dann können wir den auch gleich mal modifizieren. Jägerwerfer, so. Mehr Raketen ist immer gut. Mehr Munition ist auch immer gut. Noch mehr Raketen ist auch noch besser. Dann sage ich nochmal schneller schießen. Und dann war es das, denke ich mal. Ja, mehr haben wir erstmal nicht. Das muss jetzt erstmal reichen. Und ja, dann müssen wir jetzt hier mal ins Wasser hüpfen. Dann sollen wir hier an den Minen einmal vorbei. So. Alles klar. Ups. Gegen dich will ich dann doch mal wieder mal meine neue Waffe mal benutzen. Uah, Hilfe. So. So, sobald ich den ersten aktiviere, muss ich Gas geben. So, runter und Gas geben. So, hoch und einmal drüben rüber. Da, 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 da. Schneller, schneller, schneller. Genau, wunderschön, haben wir geschafft. Das heißt, wir können jetzt unten jetzt weiter durchtauchen. Hüpfen wir schnell mal rein, dann geht das nach unten. So, da muss ich lang, genau. Immer auf die Minen aufpassen. Die können ganz schön fiese sein. So. Zack. Jetzt muss ich mal gucken, was für eine Waffe ich nehme. Ich nehme einen Brenner. Für die. Ja, Hilfe. Ja, mit dem Schraubenschlüssel kann man zur Not das auch machen. Das ist nachher eigentlich kein Ding. So, jetzt haben wir auch wieder volle Kraft und irgendwie spinnt die Kamera total rum. Die hat hier noch nie so rumgesponnen. Echt jetzt? So, ich muss jetzt mal kurz hier einen Überblick behalten. Jetzt muss ich hier in der Mitte rauf, wenn ich da dann rauf komme. Danke. Muss ich einmal die Voltkurbel hier drehen. Los, schneller, 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 schneller. So, jetzt kann ich nämlich hier raufhüpfen. Mal gucken, wen ich nehme. Ja, komm, ich nehme den hier. Dann kann ich nämlich hier ranspringen. Dann kann ich hier nämlich hoch. So, so, so. Wir rutschen hier einfach mal runter. Oder wir laufen hier einfach mal runter. Und hier, Achtung, da vorne ist noch eine Schatztruhe mit Raritanium. Und jetzt können wir nach unten. So, jetzt würde ich gerne meinen Jägerwerfer nehmen. Zack, zack, zack. Genau, nochmal. Na komm. Zack. Da draußen ist auch noch einer. Die Kamera ist jetzt nicht wirklich hängen geblieben an so einem kleinen Vieh, oder?
ihr es eben gesehen. Die Kamera ist einem so einem kleinen Vieh hängen geblieben. Oh Gott. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. So, geschafft. Toll, wir sitzen fest. Und warum sind wir nochmal hier? Clank? Planet Fastun. Interessant. Wieso? Also, laut Datenbank ist es ein Nombax-Planet. Schnell die Koordinaten, wir nehmen die Rettungskapsel. Ratchet, in der Datenbank steht aber auch der... Nein, wir haben keine Zeit. Los! Willkommen auf Fastun. Landung in 5, 4, ups, 3, 2, 1. So, und wie das hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction. Bis zum nächsten Part, Leute.